Brücke verlassen, alle über Bord gegangen. Ja, ein Tern mit der MS Thetis D, das ist ein Fiederschiff, dauert so circa 8 bis 10 Tage. So genau kann man das nicht sagen. Die Tour oder die Fahrt startet in Hamburg, geht die Elbe hinaus in die Nordsee und dann nach Bremerhaven. Von Bremerhaven zurück in die Elbmündung durch den Nord-Ostsee-Kanal weiter nach Klaipeda. Dann weiter nach Riga, dann durch den finnischen Meerbusen nach St. Petersburg. Von dort aus zurück die gesamte Strecke durch die Ostsee vorbei an Bornholm, wieder an Rügen vorbei, nach Kiel, Holtenau, dann durch den Nord-Ostsee-Kanal, Brunsbüttel, an Cuxhaven vorbei nach Bremerhaven und von Bremerhaven zurück nach Hamburg. Hier nochmal ein kleiner Einblick in die Messe des Schiffes. Es werden täglich 3 Mahlzeiten eingenommen, die ja alle warm sind. Morgens gibt es schon Würstchen, Rührei und so weiter, mittags warm und abends warm. Auf dem Schiff werden 3 Wachen gefahren, sodass die Mannschaft also rund um die Uhr auch verpflegt werden kann.